just say. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer großen Premiere hier auf meinem Barca-Kanal. Denn ihr seht heute nicht FIFA, sondern Call of Duty, das Game, wodurch ich bekannt wurde auf YouTube. Und bevor jetzt richtig viele sich die Haare vom Kopf reißen und auf ihre Tastatur schmettern und irgendeinen blöden Kommentar oder so hinterlassen und schreiben sowas wie: Oh, hörst du jetzt auf mit Call of Duty auf deinem Visca Barca Channel? Nein, 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 Leute, immer ganz gechillt bleiben. Aber ich habe einfach, was mein Erstkanal angeht, so eine kleine Blockade, was COD angeht. Denn ich erwarte dort von mir immer, ich habe den Anspruch dort an mich selbst, immer nur wirklich die absolut krankesten Armageddon-COD-Videos der Vergeltung rauszuhauen. Also, man kennt mich halt dort als den überkrassen Gameplay-Spieler, der immer alles raped und so weiter. Und die Zeiten haben sich halt leider so geändert. Es ist nicht mehr so einfach, jetzt mal irgendwie schnell Multiteam zu suchen wie im BO2 und fast jede Runde eine Double-Nuklear zu erspielen. Man muss hier teilweise wirklich 7, 8, 9 Stunden suchen, bis man eine coole Lobby hat und dort dann mal irgendwie eine Double-Nuklear ersweatet, so. Aber das ist einfach so nervenaufreibend für mich und da geht dann irgendwann nach spätestens 2-3 Stunden der Spaß verloren. Aber ja, hier auf diesem Kanal dachte ich mir einfach, kann ich jetzt zum Beispiel chillig eine Runde Waffenspiel suchen und das dann einfach hochladen. Egal welcher Score, egal ob ich jetzt irgendwie einmal veraime oder nicht. Kein Spaß, Leute. Ich habe auf meinem großen Channel teilweise Live-Commentaries online. Für die habe ich gefühlt 100 Versuche gebraucht, weil ich irgendwie, ich habe so einen Tick einfach dort. Wenn ich einmal veraime, ich beende sofort das Live-Commentary, muss neu anfangen, weil ich einfach dort perfekt immer spielen will. Perfekt. Aber hier kann ich mich so einfach ausleben und hier hoffe ich einfach, dass es euch so quasi egal ist, ob ich jetzt 50 zu 5 hab oder 50 zu 30. Wisst ihr, wie ich meine? Es geht hier einfach nur darum, dass ihr so den Barca seht, der einfach sich jetzt so vor die Playsee hockt, spielt und das dann hochlädt, so. Also komplett authentisch. Ja, ich glaube, ich brauche auch niemandem mehr was beweisen, so was COD angeht und was Skill angeht. Ich habe professionell Call of Duty gespielt. Ich komme mit den besten Europäern mithalten, ohne große Comp-Erfahrung. Und ich brauche jetzt echt nicht die Tausends und erste Nuklear oder so hochladen. Wisst ihr, wie ich meine? Deshalb, ja, lebe ich mich jetzt hier einfach so ein wenig aus auf meinem Barca-Kanal, aber wie gesagt, habt keine Angst, auf meinem Visca Barca-Channel wird natürlich weiterhin auch Call of Duty kommen, aber halt nur der Premium-Shit. Deshalb kommt das halt auch nicht so oft, weil es einfach nicht mehr möglich ist, jeden Tag ein Premium-COD-Video rauszuhauen, weil dann kann ich gar nicht mehr rausgehen und, das habe ich eine Zeit lang früher gemacht, aber, ja, Zeiten haben sich natürlich auch geändert so ein bisschen und, keine Ahnung, wenn es irgendwie 30 Grad draußen sind, dann habe ich echt nicht so viel Lust. Boah. Wie konnte das ein Hitmarker bitte sein? Irgendwie 10 Stunden eine Lobby zu suchen. Da gehe ich lieber auf den Fußballplatz und mache dort eine richtig geile Fußball-Challenge. Und das macht mir dann halt auch extrem viel Spaß. Och fuck, den hätte ich eigentlich easy holen müssen. Das war ein richtiger Choke von mir. Okay, aber jetzt kann ich mich mal ein bisschen so aufs Game konzentrieren. Aber ich glaube, Leute, ihr wisst schon, was ich rüberbringen wollte. Dieser Kanal ist jetzt halt nicht so wie Scorpion Plays Only COD. Was heißt dort, ist auch nicht only COD, aber ich habe ja halt bis jetzt hier nur FIFA hochgeladen, aber ich werde auch andere Spiele hochladen, unter anderem natürlich Call of Duty, weil COD einfach zu mir gehört und das einfach auch sehr, sehr viele Leute sehen wollen, öfters von mir und nicht nur zweimal oder so im Monat. Okay, da kommt hier von links. Ich habe zum Beispiel auch mal Bock, so ab und zu Kampagnenspiele hier hochzuladen. Ich weiß, ich habe das, glaube ich, nie so richtig auf YouTube erzählt, dass ich auch Kampagnenspiele feiere. Aber die Seite von Anton gibt es tatsächlich auch. Sowas wie God of War zum Beispiel ist echt einfach ein zu geiles Game, Alter. Und da kommt ja bald, glaube ich, auch das Neue raus. Okay, von wo kommt der jetzt? Er pusht mich hier hinten oder hier rechts. Oh, nice, hinter mir noch. Oh, den hätte ich eigentlich gehabt, Alter. Ich habe ihm sogar First Shot gegeben, aber seine VMP hat leider mehr Schaden auf Short Range. Alright, Baby. Okay, ich habe jetzt eigentlich schon einen ganz guten Vorsprung. Kommt er hier? Oder rechts? Oh, nice. Nice. Okay, mit dem Messer jetzt noch ihn holen. Fresh. So, noch wegboxen. Nein, fuck, Alter. Das Boxen hasse ich immer am allermeisten vom Waffenspiel. Ich werde auf jeden Fall danach noch eine Runde Team Deathmatch spielen, so ein bisschen mit Streaks oder sowas ausprobieren, mal gucken.
Und ich habe leider heute auch nicht so viel Zeit, Leute. Aber ich werde natürlich, versteht mich nicht falsch übrigens. Es kam jetzt vielleicht so rüber, dass ich hier absolut meine COD-Gameplays hinrotzen möchte. Um Gottes Willen. Ich habe natürlich das Sweaten immer noch bei mir absolut im Blut. Und ich habe auch hier natürlich den Anspruch, an mich selbst hier gut zu spielen. Aber ich sag mal, jetzt so ein Joke, wenn jetzt mal sowas dabei ist, ist es nicht ein Grund für mich hier sofort das Live-Commentary abzubrechen und dann so lange Waffenspiel zu probieren, bis ich irgendwie 20 zu 2 oder so rausgehe. Weil da geht dann einfach irgendwann einem Spaß vorbei. Ja, weg. Geiles Deutsch, Anton. Nice, nice. Aber es gibt wirklich Live-Commentaries auf meinem anderen Kanal. Da sieht man einfach, wie krank genervt ich bin. Und man sieht mir einfach an, dass ich schon ewig versuche, das Video zu machen. Jawohl, schön weggeboxt. Wolfes, okay. Also, ich würde sagen, let's fucking go. Und ich suche jetzt Team Deathmatch. Bis gleich. Hehe. Wie konnte er den Schuss verfehlen auf die Range, ey? 4, 3, 2, 1. Let's go! Vamos, Leute! Let's fucking go! Yeah, Freestyle Session! Viscabasa 2016, legt euch aufs Ohr. Ich hole raus mein langes Rohr. Oh, fuck. Oh no, im Bus, Alter. Also, scheiße. Okay, komm, wir spielen jetzt mal mit der Manowar ohne Schaft. Ich habe jetzt nur mal LV drauf, schnell ziehen und Griff, damit ich hier noch die ganzen Perks mitnehmen kann und noch eine Secondary. Oh, den zweiten hätte ich gerne noch geholt. Okay, Assist. Pushen wir mal direkt vor, damit wir schnell die Streaks erreichen. Schon wieder Assist. Danke dafür. Ist hier oben einer? Ah, fuck, ich habe leider noch den Ripper dabei, weil Marcel ja ein Scorpion Plays Video aufgenommen hat mit meinem Account. Aber ist nicht so schlimm. Er kann manchmal auch schon sehr effizient sein, aber ich habe ihn, glaube ich, nur zwei, drei Mal oder so mal eingesetzt, überhaupt. Seitdem Black Ops 3 draußen ist. Oh. Ich gedacht, dass ich den Kill nicht kriege, aber mein Team hat irgendwie gechoked mit seinem Aiming. Oi! Oi! Nice. So, da war noch einer und hinter mir. Oh. Was? Ach komm, Baby. Baby. Oh, scheiße. Oh, nice. Schön nochmal Doppeldreieck gedrückt, damit ich den Kill noch krieg. Und hier ist auch noch einer. Oh Gott, Leute. Irgendwie haben die Gegner manchmal Hände, manchmal aber auch irgendwie nicht. Nice, schön den von oben weggesneakt. Na, fast noch den dritten. Okay, wo spawnen die jetzt? Oben war noch einer, oder? Nein. Oh, fuck. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm, er lenkt den ab mit Reject. Und ich staub ihn mir dann ab. Let's go, Leute. Ist hier oben einer? Nein, hier sind nur meine Teammates zum Glück. Okay, komm, jetzt müssen wir eigentlich die Streaks mal schnell packen. Komm zu Papa. Nein. Jawohl, Orbi. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein. Nein, ich will die Streaks, ich will die Streaks. Perfekto. Raps. Nice. Nein, stirb. Jawohl, nice, schöner Warbang. Let's go. Ja, Mann. So lobe ich mir das, Leute. Und nicht anders. Perfekto. Noch besser. Oh, fuck. Alter, ich hab gleich wieder Streaks. Nice. Komm, ich brauch die Kills für mich alle. Ja, Digga. Ja, Digga. So, wo spawnen die? Ich brauche nur noch 70 Punkte für mein V-Set. So, jetzt kurz chillen, Leute. Jetzt keinen dummen Tod bekommen. Ja, nice. Orbi wieder. So, die spawnen da hinten. Dann müsste ich meine Raps wieder kriegen. Let's go, Alter. Nice, ey. Das ist doch ein schöner Einstand hier für meinen Barca-Kanal, Alter. Nicht das allerheftigste Gameplay, aber auf jeden Fall trotzdem... Ja, Barca-like, würde ich mal sagen. Schön auf die Minimap geachtet. So. Wraith. Oh, fuck. Nein. Okay, mein Rap hat ihn geholt.
Oh, die sind da alle, Leute. Die sind da alle. Sind die oben am Chillen, oder was? Einer noch hinter mir vielleicht? Nein. Ah, schade, dass die Runde nicht ein bisschen länger geht. Dann hätte ich auf jeden Fall... Oh mein Gott, das war das schlimmste Geräusch, was ich jemals in meiner Call of Duty-Karriere gehört habe. So. Hab mich richtig erschrocken. Kennt ihr das, wenn man sich ab und zu erschrickt bei Call of Duty? Eigentlich ist das nie der Fall. Keine Ahnung. Auch wenn mal irgendwie jemand druckartig um die Ecke kommt, ich erschrecke mich eigentlich nie. Aber das war gerade so ein Moment. Holy shit, Alter. Richtig Herz kurz stehen geblieben. Das, naja, was soll's. Okay. Also, 58-4, Leute. Als kurze, knackige Runde. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit für euch ewig auf Gameplays zu sweaten oder so. Aber ich glaube, das ist doch eigentlich eine ganz coole, chillige Runde. Ich wollte mich einfach mal kurz hier melden auf meinem Barster-Kanal und euch verkünden, yo, es wird hier jetzt auch regelmäßig Call of Duty-Inhalt kommen. Aber wie gesagt, habt keine Angst. Ich werde natürlich auf meinem Whisker-Barster-Channel regelmäßig dort auch was hochladen. Aber halt wirklich nur den absoluten Premium-Shit. Jo, okay, also ich würde sagen, falls ihr euch darauf freut, dass ich jetzt hier auch mal so knackige Runden und so hochlad, wo es einfach primär um den Spaß geht. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, irgendwas Cooles zu kommentieren. Ich würde mich darüber freuen. Ich werde auch alle Kommentare mir durchlesen, weil ja, ihr mir einfach wichtig seid. So. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal und